angefangen, mir alles damit beizubringen. Das waren dann ungefähr 3000 Euro, die wir da investiert haben. Das lag dann auf meinem Tisch und hieß es, hey, mach. Herzlich willkommen heute im Podcast zu Gast Walter Weber. Und zwar, er ist 26 Jahre alt, er kommt aus München, er hat Wirtschaftsinformatik studiert. Er macht Hochzeitsvideos, Imagevideos, Eventvideos und ist YouTuber. Herzlich willkommen, Walter. Schön, dass du da bist. Hallo, danke, dass ich da sein darf. Cool, fangen wir direkt an. Wenn dich jemand fragen würde auf der Party oder so, sag mal, Walter, was machst du eigentlich vom Beruf? Was würdest du dem sagen? Ich würde sagen, ich bin Filmemacher. Ich bin Vollzeit-Filmemacher. Ich mache hauptsächlich Imagevideos, Eventvideos, Hochzeitsfilme und nebenbei auch noch YouTube. Nebenbei auch noch YouTube. Wann hast du denn mit deinen Videos angefangen? Ich habe mit meinen... Das ist eine so schwierige Frage für mich zu beantworten, weil, wenn man es jetzt so unterteilen darf, wann beginnt man denn, beziehungsweise mit dem Stadium ab, dass man dazu sagen kann, okay, das ist Filme machen. Und für mich ist es so, so blöd wie es klingt, ich habe mit 13, 14, ja, als es noch keine Smartphones gab und keine tollen Kameras wie heute, die man sich so einfach leisten konnte, habe ich, so blöd wie es klingt, Counter-Strike gespielt. Und zwar ganz schön viel Counter-Strike. Und was ich dann gemacht habe, war, ich habe teilweise die Szenen, die ich selbst gespielt habe und Szenen von anderen Spielern über so ein Programm und was auch immer gefilmt. Das heißt, ich habe meinen Monitor gefilmt und ich habe am Ende ein Video daraus erstellt, das ungefähr 5 Minuten lang ging oder so, und ich habe 3 oder 4 Monate dafür gebraucht. Und das war meine erste Erfahrung, wenn ich jetzt so behaupten darf, mit Filmschnitt und natürlich auch irgendwie dem Filme machen, auch wenn es ein Computerspiel war. Dennoch waren dort Kamerafahrten und gewisse, ja, Aspekte der Filmemacherei oder der Grundlagen, würde ich sagen, mit drin involviert. Ja, cool. Aber dann hat das Ganze eigentlich ziemlich abgeflacht. Und so richtig wirklich angefangen, wo ich dann auch eine Kamera in die Hand genommen habe und so weiter, war dann eher mit 18, das heißt vor, so muss ich rechnen, 8 Jahren. 18, 19, 7 oder 8 Jahren, ja. Und was hast du dann gefilmt? Meine Tanzgruppe. Ah, okay. Das heißt, wir hatten, oder ich war in einer Tanzgruppe und wir waren ursprünglich mal 20 Mädels, 7 Jungs und irgendwann nicht mehr, also irgendwann waren wir nur noch die Jungs. Warum, ist eine lange Geschichte. Auf jeden Fall... Frauen halt. Na, es war schon gerechtfertigt, muss man sagen. Und dann hieß es ja, wir müssen Marketing machen. Und keiner von uns, außer mir, weil ich eben damals Counter-Strike gespielt habe, so blöd wie es klingt, wusste was von Filmschnitt oder halt, wie man Videos schneidet. Mhm. Noch damals über Windows Movie Maker und was auch immer. Und Photoshop und so weiter ein bisschen. Ja, und dann haben wir uns immer Kameras von Freunden geliehen. Weil, wie gesagt, wir hatten da noch immer nicht wirklich welche. Smartphones waren da auch noch nicht so gut. Und dann haben wir immer mehr und mehr versucht, ja, uns zu vermarkten. Und wer fürs Marketing eben zuständig war, war ich. Und ich musste halt immer Bilder von uns machen und ich musste Videos von uns machen. Und dann hat das Ganze eben wieder aufgegriffen und bin wieder in diese Szene wieder reingerutscht. Und es hat mir halt total viel Spaß gemacht. Und vor allem das Beste war halt, dass es zu diesem Zeitpunkt total viele Videos auf YouTube gab. Weil als ich 14 war, da gab es nur Katzenvideos auf YouTube. Als dann 4 Jahre später oder 5 Jahre, 4, 5 Jahre später, war auf einmal so viel Content auf YouTube und ich habe einfach den ganzen Tag nichts anderes gemacht, außer YouTube konsumiert und mir versucht, alles beizubringen, was Kameratechnik anging und wie man eine Kamera manuell steuert und was es mit Objektiven auf sich hat und so weiter und so fort. Ja, und dann hieß es irgendwann, alles klar, nach einem Jahr, nachdem wir ein paar Auftritte hatten und ein bisschen Geld zur Seite gelegt haben, hieß es, hey, wie wäre es denn, wenn wir uns eine eigene Kamera zulegen? Und ich habe dann damals einen Kumpel gefragt und ich hatte wieder auch keine Ahnung, welche Kamera und so weiter. Ja, und dann haben wir uns eine gekauft, das war eine Nikon D800. Aus meiner heutigen Perspektive eine völlige Fehlentscheidung, wenn man überlegt, was, wenn man ins Filmemacherische geht, weil wer filmt schon mit Nikon, so blöd wie es klingt. Und ja, dann habe ich angefangen, mir alles damit beizubringen. Das waren dann ungefähr 3000 Euro, die wir da investiert haben. Das lag dann auf meinem Tisch und hieß es, hey, mach. Mach mal. Ja, mach mal. Und dann ja, ging es halt eben los. Und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört, daran festzuhalten. Und dann kamen halt ein paar, was würde ich sagen, Zufälle. Aber
wie es dann wirklich ernsthaft wurde, weil das Ganze war halt während meines Studiums. Ich habe Wirtschaftsinformatik währenddessen studiert, mich aber wesentlich mehr fürs Filmemachen begeistern lassen. Also Wirtschaftsinformatik hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich habe es aber dennoch durchgezogen. Aber weil es klingt super interessant eigentlich. Also Wirtschaftsinformatik ist ja eigentlich genau das. Das heißt, du kannst Webseiten erstellen? Oder? Ja. Ja, okay. Also ja, ich kann HTML, ich kann ein bisschen CSS noch, ich kann halt mit WordPress und so umgehen. Aha. Und das hat mir, deshalb, das ist das Einzige, was ich jetzt sagen würde, was mir wirklich vom Studium geholfen hat. Mhm. Denn als es darum ging, meine Homepage und so weiter aufzubauen, musste ich diese Kenntnisse anwenden. Ja. Aber dieses wirkliche Programmieren, was wir gelernt haben und so weiter, was ja, wo du ja ein Programm von Grund auf aufbaust, das habe ich nie mehr danach wirklich gebraucht. Jein, würde ich jetzt behaupten. Ich bin auf vielen Tech-Events unterwegs, wo es halt um Blockchain und so weiter geht. Da hilft mir natürlich mein technischer Background ein bisschen, um sich mit den Leuten zu unterhalten. Aber es ist nicht jetzt wirklich notwendig, würde ich jetzt behaupten. Aber ja, das war halt während des Wirtschaftsinformatikstudiums. Ein Kumpel dann hat wieder gemeint, also der war selbstständig und hat aber eine komplett andere Branche. Der hat Kamine gemacht. Und dann irgendwann gemeint, ja, warum machst du dich nicht selbstständig damit? Und ich so, keine Ahnung, ich weiß nicht wie. Und wie ich ja vorhin erwähnt habe, war, ich habe extrem vielen YouTubern gefolgt. Und dieser eine YouTuber speziell, ich weiß gar nicht, ob er das heute noch macht, hieß VFX Bro. Und er hat gesagt, er hat zwar 1 Million Follower auf YouTube, aber er kann sich damit nicht wirklich ernähren, beziehungsweise er verdient damit nicht wirklich viel Geld. Ja. Und was er dann vor allem gemacht hat, hat er gesagt, er macht Hochzeiten. Hochzeitsvideos. Und er hat ein Videotraining. Und dieses Videotraining hat mich $300 gekostet. Und da ging es darum, wie filmt man Hochzeiten, wie schneidet man Hochzeiten und den Business-Teil, wie, welche Domain sollte man sich holen, wo kann man sich eine Homepage aufbauen und so weiter. Und da war auch Sachen wie WordPress und so weiter erklärt. Mhm. Ja, und dann habe ich damit eben angefangen, weil mein Kumpel auch gesagt hat, kauf dir das. Und für mich als Student war das noch so, boah, $300, das waren 250 Euro, also jetzt eigentlich nicht die Welt. Aber für mich als Student war das ist ja, ich habe einen 400-Euro-Job gehabt, so, das ist ja mehr als mein Monatslohn und so auf die Art. Ja, und dann habe ich aber trotzdem es einfach gemacht und mir dann eben auch eine Domain gekauft und so weiter und mich viel auch von ihm, sage ich jetzt mal, beraten lassen, was auch SEO anging und damit ich eben gefunden werde. Aber dann natürlich auch erstmal versucht, Hochzeiten ranzukommen. Und ich habe dann erstmal auch kostenlos Hochzeiten gefilmt und damit auch Referenzen natürlich aufgebaut. Und damit kam das Ganze aber wieder rum. Das heißt, es wurde darüber gesprochen und auf einmal haben andere Leute das gesehen, vor allem über Plattformen wie Social Media. Damals war Facebook noch voll in. Und das hat natürlich sehr geholfen, dass dann Leute auf einmal gesagt haben, sie heiraten nächstes Jahr und sie wollen genau so ein Video haben. Und ich glaube, im ersten Jahr habe ich glaube, 6 oder 7 Hochzeiten gemacht, wovon eben 3 oder 4 kostenlos waren. 3 waren kostenlos, genau. Und im nächsten Jahr hatte ich dann 30 Hochzeiten. Genau, okay. Und das war dann schon viel. Wie hast du das reduziert? Wie hast du das gerockt? Also es gibt ja 56 Wochen, wenn ich das mal so runterbreche. Das waren teilweise Freitage dabei. Ja, okay. Und ich glaube, die eine Hochzeit war sogar an einem Feiertag mitten in der Woche oder so. Mhm. Aber es hat mich gut kaputt gemacht, muss ich sagen. Ja, also, das kann ich mir vorstellen. Weil nicht nur, es war ja nicht nur in der Umgebung, ja. Es war deutschlandweit. Und das war das Schlimmste eigentlich, weil wenn ich halt von Bamberg nach Hamburg fahren muss, dann sind da 500-600 Kilometer dazwischen. Mhm. Und das war Hardcore. Das war Hardcore. Da geht das ganze Wochenende drauf und man ist den ganzen Tag auf der Hochzeit unterwegs gewesen, man hatte nichts vom Wochenende oder so. Und am Montag geht es eigentlich schon weiter, weil man ja will, dass die Videos bearbeitet werden. Man bekommt einen riesen Backlog und. Ja, aber man macht vieles am Anfang, was man aus heutiger Perspektive wahrscheinlich sagen würde, das würde ich nie wieder machen. Ja, cool. Klingt auf jeden Fall. Und bildest du dich jetzt immer noch weiter? Hast du der Workshop ist so, Hochzeitsvideos machst du jetzt nicht nur, du sagst von Eventvideos ist jetzt so deins. Hast du da noch irgendwas, wo du dich weiterbildest? Oder? Ja, absolut. Also es war bei mir dann so nach, blöd gesagt, 2 Jahren Hochzeiten, also nach 3 insgesamt, war ich so an dem Punkt, wo ich gesagt habe, irgendwie ist es langweilig. So blöd, wie es klingt, es war, also Hochzeiten sind toll, Hochzeiten sind wunderschön, brauche ich gar nicht meckern, nur es war irgendwie immer dasselbe. Und in der einen Hinsicht
habe ich mich extrem weiterentwickelt, was es auch meine Hochzeiten angeht. Das heißt, ich habe auch die versucht zu verbessern, habe versucht, O-Töne reinzunehmen, habe verschiedene Songs und so weiter. Das war aber, bis ich dazu komme, Moment. Und das war eben so dieses, das andere war aber, Hochzeiten sind nur saisonal. Und das ist ein Riesenproblem für mich, weil ich werde richtig depressiv, wenn ich nichts zu tun habe. Mhm. Und die Zeit zwischen November und April ist frei. Und wirklich ein Monat frei, das ist ja auch noch in Ordnung. Aber wenn du halt 4-5 Monate nichts zu tun hast, so blöd wie es klingt, klar hast du noch Hochzeit im November, die du nachbearbeitest vielleicht oder so. Aber dann hast du so eine riesen Lücke. Und das war für mich so, oh, ich sterbe gerade innerlich. Ja, und was ich dann gemacht habe, war, es war zufällig, ich habe über Facebook eine Werbung gesehen. Und diese Investition ist, würde ich sagen, bis heute die beste, die ich je in meinem Leben gemacht habe. Und ich habe sie auch schon so vielen anderen empfohlen. Und das Ding ist, es ist ein, ich weiß nicht, ob du den YouTuber Devin Supertramp kennst. Mhm. Und Devin Supertramp hat so geile Videos gemacht von so Action-Sport-Videos auf YouTube eben, wo er so geile Slingshots macht und irgendwelche, also richtig krasse Sachen, und die waren immer mega fun und spaßig anzuschauen. Und einer dieser Mitarbeiter von Devin Supertramp, der heißt Parker Wahlbeck, er hat irgendwann aufgehört bei Devin zu arbeiten und hat gesagt, er macht jetzt ein Videotraining. Und dieses Videotraining, also er hat ein Webinar gemacht, ich habe mir dieses stundenlange Webinar angeschaut. Und das weiß ich noch, und ich war so begeistert davon, weil eigentlich sollte ich feiern gehen an dem Tag, also es war eine Party angesagt, und ich bin nicht gegangen. Ich habe mir gedacht, nee, ey, der Content, den ich da gerade live sehe und die Fragen kann, ist viel wichtiger als diese blöde Party, auf die ich jetzt gehen könnte. Und ich habe mir das angeschaut, und am Ende hat er noch ein Angebot gemacht, ja, wenn du jetzt kaufst und so weiter, dann kostet es nur $500. Ich glaube, damals noch 500, ich glaube, mittlerweile kostet es $700 oder $800. Und dann habe ich das gekauft. Und ich bereue es bis heute nicht, weil dieses Videotraining, ich könnte da jetzt wahrscheinlich eine halbe Stunde erzählen, aber im Endeffekt geht es halt wirklich von A bis Z durch. Das heißt, welches Equipment brauchst du, welche Kameraeinstellungen, welches Editing-Programm du nutzen kannst, wie du schneiden kannst. Und das Allerwertvollste war dann für mich eben diese Job-Shadows, die er gemacht hat. Das heißt, er nimmt dich mit auf diesen Job, indem er diesen kompletten Job filmt. Diese Videos gehen teilweise 30 bis eine Stunde lang. Und er zeigt dir wirklich alles von A bis Z mit Editing, wie er diese Videos bearbeitet oder also wie er sie filmt, auf was er achtet, warum er das macht. Und du kannst es dir natürlich immer wieder anschauen, weil es ja ein Online-Kurs ist. Und das hat mich, also ich habe dann auf einmal mal meinen Horizont so erweitert, weil ich ja nur noch Hochzeiten gemacht habe und auch immer so ein bisschen Angst hatte, hey, ich habe eine Hochzeit gemacht, kann ich überhaupt Image-Videos machen? Hatte jetzt nicht so das Gefühl. Und dann habe ich diesen Kurs gesehen und habe immer mehr dieses Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen auch dadurch erlangt, weil ich gewusst habe, ach so, das ist die Situation, die habe ich da gesehen. So hat er das gemacht. So könnte ich es doch auch machen in etwa. Das klappt nie 1:1, aber allein schon dieses Gefühl zu haben, so, ah ja, genau, er hat auch mal einen Slider benutzt. Ich könnte das auch machen, so und so. Oder er hat das Licht hier ist ja echt furchtbar. Wie hat er das nochmal geregelt? Genau so war das. Und dann macht er noch das ultra krasse, was ich nicht normal finde, was er an Vorleistung geht, ist nämlich, du kannst ihm dein Video einreichen. Das heißt, du hast zum Beispiel Fragen zu deinem Hochzeitsvideo oder zu deinem Eventvideo und du schickst es ihm per E-Mail und er nimmt sich die Zeit und schaut sich dieses Video an und gibt dir dein Feedback dazu. Und ich habe ihm zum Beispiel mein Myanmar Travel Video eben geschickt. Mhm. Und er hat sich da 15 Minuten hingesetzt und halt gesagt, das und das ist gut und das ist nicht gut. Und das ist halt für mich so ultra wertvoll, dieses Feedback oder diese Kritik, um einfach wachsen zu können, um sich einfach weiterbilden zu können im filmemacherischen Bereich. Genau, und das ist, weil du jetzt gesagt hast, wie bildest du dich weiter? Das war für mich meine Lebensinvestition. Bis ja, cool. Heute. Also ich bin auch der Meinung, dass so Weiterbildungen und Workshops, Online-Workshops, wir machen ja auch welche im Hintergrund. Ja. Mit Kollegen mache ich noch ein paar. Jetzt fahren wir zurzeit ein Image-Video. Nächstes Jahr plane ich mit Sascha Reich noch ein Video, wie macht man Hochzeitsvideos. Im Schwarzwald werden wir das Ganze machen. Und weil es gibt immer mehr Leute, die da Videos machen. Genau. Das Problem ist aber, du kannst sehr leicht sehr viel kaputt machen mit den Videos. Und ja. Das Problem ist, viele sagen dann, yo, ich mache das zu günstig und ich mache das umsonst. Und das ist nur Mist,
Testvideos und die Brautpaare ärgern sich hinterher zu Tode, weil dann haben sie zwar einen günstigen und es gibt ja halt diesen schönen Spruch, wer billig kauft, der kauft zweimal. Das Problem an der Hochzeit ist, das läuft nur einmal in der Regel. Und von daher kommt da von Video Du machen wir da auch noch einige Workshops und ja, ich hoffe, wir werden da genauso begeisterte Kunden dann gewinnen wie dich jetzt. Und, was ich noch sagen wollte, dieser Kurs ist, der endet nicht. Ja. Das ist auch etwas, was ich noch nicht erlebt habe, vor allem im deutschsprachigen Raum. Die meisten Kurse, die man sich kauft, die werden einmal erstellt und keine Ahnung, 100, 200, 1000, was auch immer verkauft, aber nie weitergeführt. Und dieser Kurs, ich habe ihn mir, glaube ich, vor 1,5 Jahren oder 2 Jahren gekauft und er geht bis heute weiter. Also es kommen immer wieder neue Job-Shadows hinzu. Oder wenn zum Beispiel eine neue Drohne von DJI rauskommt, dann reviewt er die auch und benutzt sie auch selbst und sagt, was ist gut und was nicht, welche Settings und so weiter. Das heißt, die Filmemacherbranche entwickelt sich ja immer weiter. Ja, wir haben jetzt diese Canon EOS R zum Beispiel. Und er gibt dann natürlich auch direkt Feedback dazu, weil Filme machen geht immer weiter, die Technik geht immer weiter. Wir können nicht auf einem Stand bleiben. Und das ist halt das, was ich wirklich krass finde, weil du zahlst halt einmalig diesen Preis, aber du kriegst einen Kurs, der lebenslang geht. Ja, das finde ich cool, ja. Die Facebook-Gruppe, die dahinter steht, ist der abnormale Wahnsinn. Da wird jeden Tag tatsächlich diskutiert, du kannst immer ein Video reinposten, kriegst Feedback und so weiter. Mhm. Und das meine ich halt mit diesem unglaublichen Mehrwert, den dieser Kurs schafft. Genug Promotion für diesen Kurs, würde ich jetzt sagen. Aber das ist, weil du gefragt hast, wie bildest du dich weiter, das ist das Hauptding, was ich vor allem mache. Es gibt aber natürlich andere Sachen. Ich gehe auch auf die Vertriebsoffensive natürlich, um zum Beispiel verkaufen zu lernen. Warst du da schon? Weil das ist so mein Plan für 2020. Für 2019 ist das mein Plan. Ah, du warst noch nicht. Ah, okay. Ich war noch nicht, nein. Ja. Ich will auf die Vertriebsoffensive hier in München 2019 gehen. Ja, vielleicht. Und wann ist das denn? Vielleicht können wir zusammen gehen. Aber cool. Was oh, dann? Da muss ich nochmal nachgucken. Alles weil klar. Ich wollte eigentlich machen dieses wir. Jahr gehen. Ja? Ich wollte dieses Jahr gehen. Ging aber nicht, denn ich bin an diesem Datum, es ist im November, also es ist in 2-3 Wochen oder so, aber ich bin, und es wäre hier in München, aber ich bin in dem Zeitraum in Peru, weil ich da meine allererste Destination Wedding filme. Cool. Und ja, Peru Hochzeit, also das wird nicht normal, glaube ich, wie gut diese Hochzeit hoffentlich wird. Strandhochzeit und so weiter, aber anderes Thema. Aber klingt schön, ja. Ich habe schon Bilder im Kopf. Genau. Und aber ich finde es auch wichtig, dass du das eben sagst, mit was man alles mit Videos kaputt machen kann. Und ich denke, das kann man in so vielen Branchen. Nur habe ich so das Gefühl, in Deutschland speziell haben wir nicht wirklich einen aktuellen Stand an einem Coach oder an einer Anstalt, sage ich jetzt mal, die tatsächlich auf den heutigen Stand das Filmemachen lehrt. Denn wenn wir jetzt bedenken, okay, geh doch in eine Filmschule. In der Filmschule lernst du, wie du einen Hollywood-Film machst. Das heißt, wie lernst du sich Regie, wie lernst du Licht, wie du lernst, ein Drehbuch zu schreiben oder so. Du lernst du spezialisierst dich auf diesen einen Bereich und bekommst dann nie im Leben, also ich weiß nicht, wie du damit wirklich Geld verdienen willst, so blöd wie es klingt. Und außer du bekommst dann diese Angestelltenrolle in Hollywood oder in Deutschland, dass es jemand mal einen Kinofilm dreht, was ja auch nicht gerade häufig passiert. Aber da kenne ich mich jetzt auch nicht zu sehr aus. Ich bin ja an eine Filmschule gegangen, nur die digitalen Medien, die es eben heute gibt und die Möglichkeiten mit Spiegelreflexkameras etc., das wird nirgendwo fast aufgegriffen. Außer eben auf, sag ich mal, neuen Medien wie YouTube, wobei YouTube auch gefährlich ist, muss man sagen. Ja. Weil YouTube, da kriegst du teilweise 10, 20 Minuten Videos, wovon du so einen kleinen Teil brauchst. Und oft ist es auch so, dass da Unwahrheiten dabei sind. Und da muss man eben vorsichtig sein. Genau. Ja. Weshalb so ein Kurs natürlich, der strukturiert ist und dich von A bis Z durchführt, immer besser ist. Du sparst enorm Zeit und bekommst, also für mich war das so auch, ich muss Geld für irgendwas zahlen, damit ich auch sagen kann, das hat sich gelohnt. Und weil ich das gemacht habe, das hat mich ja auch was gekostet, habe ich das Selbstvertrauen oder das Selbstbewusstsein, das jetzt auch umsetzen zu dürfen. Also so blöd wie es klingt, ist meine Denke. Ich weiß, da gibt es viele andere, die sagen, was? Nee. Nein, ich sehe das ganz genauso und das ist auch mein Ziel so mit Video Du, genau wie du das anschaust, finde ich wunderbar, dass man sagt, okay, wir haben eine Plattform, wo man genau die Sachen findet, die ich brauche, damit ich weiß, wie das funktioniert, weil ich musste mir auch extrem viel aneignen, damit ich weiß, wie Videos funktionieren, was du vorhin sagtest im Vorgespräch wegen Objektiv, Kamera, bla, und das Problem ist, das gibt es das alles, aber meistens so im Fotobereich und Fotos interessieren mich gar nicht und mich interessiert Videos und das ist eine ganz andere Thematik. Viele Fotografen schwenken dann irgendwie
irgendwann um auf Video, haben aber eigentlich keine Ahnung von Video und sagen mir, ah nee, komm, ich bleib bei meinen Fotos. Und da ist so ein riesen Sprung dazwischen. Und deswegen ist mein Plan auch, dass man bei Video Du dann auch alles findet, was zum Thema Bereich Video geht, damit das ist so der Masterplan, ja. Das ist auch einer der Gründe, warum ich eben meinen YouTube-Kanal führe und der geht eigentlich spezifisch nur ums Filme machen. Mhm. Weil, wie du schon sagst, es ist so, dass man sich viel an Fotografen orientiert. Die gibt es einfach mehr, es gibt auch viel mehr Kanäle darüber und so weiter und so fort. Ja. Vor allem jetzt sage ich mal im deutschen Raum, aber es ist eine andere Schiene. Und ich habe mich auch sehr viel an Fotografen orientiert und auch teilweise Geld investiert und gemerkt, sie können mir nicht weiterhelfen, weil sie nicht in meiner Branche tätig sind und nicht verstehen, was ich da tue. Ja. Und da vergleicht man sich halt auch vor allem in der Hochzeitsbranche so mit Fotografen. Und so blöd, wie es klingt, aber ein Fotograf, der kommt halt mit seinen 1-2 Kameras, mit seinen 2-3 Objektiven auf eine Hochzeit und that's it. Das ist auch so ein Thema, aber ich möchte da nicht ausschweifen. Deswegen, wie will er dir helfen, wenn du Sachen bringst wie eine Drohne, Stativ, Mikrofone und dies und das? Ja, okay. Also, Weiterbildung haben wir. Was machen denn deine Videos so unvergesslich? Also, wenn ich jetzt jemanden fragen würde, der von dir ein Video gebucht hat, was würde der mir sagen? Du meinst meine Hochzeitsvideos? Generell. Storytelling. Ich würde hauptsächlich behaupten, ich lege extrem viel Wert auf Storytelling und dass du nach dem Video dich krass emotional gepackt fühlst, ob das jetzt inspirierend war, ob das romantisch war, ob das jetzt voll actionmäßig war. Das ist das, worauf ich am meisten Wert lege, weil ich der Meinung bin, du kannst eine Red-Kamera haben, du kannst ein 100.000 Dollar Equipment Movie Set dabei haben, wenn deine Story nicht stimmt, dann wird sich kein Mensch dieses Video anschauen, weil du ihn nicht emotional gepackt hast. Und das sieht man so oft, glaube ich, auch in der Filmbranche sogar. Wenn du in Kinofilm gehst und dann rauskommst und denkst dir, war das jetzt das war's? Das war doch voll der scheiß Film, so blöd wie es klingt. Und da wurden Millionen Budgets dahinter gesteckt und da schaust du dir ein YouTube-Video an, was 5 Minuten geht und bist danach glücklicher und fühlst dich irgendwie cooler, obwohl da ein 1.000-Euro-Budget dahinter steht. Vielleicht wird es auch nur mit dem Handy gefilmt, so blöd wie es klingt. Ja. Und das ist halt für mich so dieses Hauptding, worauf ich am meisten Wert lege, Storytelling. Ja, cool, sehr cool. Was machst du denn in deiner Freizeit? Was mit meiner Freundin? Gut, also, nächstes Thema. Wie siehst du dich in 10 Jahren? Oder wo siehst du dich in 10 Jahren? Frage beantwortet, okay. wo sehe ich mich in 10 Jahren? In 10 Jahren, gute Frage, ich sehe mich in 5 Jahren als erfolgreichsten Filmemacher Deutschlands. Und in 10 Jahren, das ist so schwer zu sagen in der heutigen Zeit, weil die Welt sich so schnell dreht mit sozialen Medien und Sonstiges, dass ich das schwer behaupten kann. Denn angenommen, vielleicht bin ich auch angenommen, ich schaffe mein Ziel, möglicherweise nicht in 5 Jahren, dann verlängert sich das auf 10 Jahre vielleicht. Ja, das ist und dann bin ich in 10 Jahren der erfolgreichste Filmemacher. Okay. Je nachdem, geplant sind natürlich 5, aber wenn ich es angenommen erreicht habe, dann muss ich mir wieder ein neues Ziel setzen. Aber bis dahin, kann man das, finde ich, schwer bestimmen, denn es kommen einfach die Möglichkeiten auf dich zu. Du kannst nicht sagen, okay, du bist auf einmal der erfolgreichste Filmemacher Deutschlands oder so und dann kommt aber ein Angebot aus Amerika zum Beispiel, die sagen, hey, wir brauchen dich und das ist das Ultra-Angebot und danach ist natürlich auch wieder, oh, dann wird es halt doch nichts damit, aber ich bin mit der anderen Entscheidung wesentlich glücklicher. Jetzt sage ich das und setze mir es als Ziel, aber es ist nicht endgültig, sage ich jetzt mal so. Okay, ja, cool. Also Ziele finde ich sehr cool, sollte man haben. Dein Ziel ist natürlich groß. Mein Ziel war damals auch, der erfolgreichste, beste Videograf zu werden im Bereich Hochzeitsvideos. Und das Problem war einfach immer das Budget von den Brautpaaren. Die hatten ganz andere Vorstellungen, wo ich dann gesagt habe, okay, ich mache das sehr gerne. Ich mache das mit Leib und Seele, Hochzeitsvideos. Aber es ist halt super schwierig, da Fuß zu fassen. Und deswegen, was meinst du im deutschsprachigen Raum? Im deutschsprachigen Raum, ja. Also das ist wirklich noch, es kommt so gerade, also jetzt auch in der Schweiz. Das finde ich gut, dass du das sagst. Ich weiß nicht, wie lange du dir dein Ziel gesteckt hast. Ich würde jetzt nicht dran aufgeben. Denn ich habe, als ich angefangen habe, gesagt, hey, in 3 Jahren sind Hochzeitsvideos genau da, wo sie in Amerika sind.
Da will das jeder. Und bis heute ist es halt noch immer nicht so. Aber trotzdem kriege ich mein Jahr voll. Und trotzdem geht's halt irgendwie. Mhm. Und möglicherweise sind es in 2 Jahren auf einmal, will jeder ein Video oder in 5, was auch immer. Aber ja, es kommt. Das ist halt... Klar, ich weiß, ich kenne die Problematik. Ich bin ja auch auf dem Markt zuständig. Wobei es teilweise auch ein Mindset-Ding ist, finde ich. Weil ich kenne Videografen, die meiner Ansicht nach wesentlich schlechtere Videos machen als ich. Sich aber einfach viel besser verkaufen können. Und dadurch größere Budgets ranziehen. Und das ist, denke ich, auch ein Ding, dass man sich sehr gut verkaufen muss. Und wenn ich jetzt so vergleichen habe, ich würde sagen Kreativ-Wedding, sagen die dir was? Da habe ich schon mal gehört, ja. Das ist, glaube ich, so die Spitze in Deutschland. Und die machen es auch extrem gut, aber sind halt sehr Destination-Wedding-orientiert, sage ich jetzt mal. Also Destination-Wedding, was verstehst du genau darunter? Na, also ich weiß, eine Destination-Wedding kann auch in Deutschland stattfinden, aber die sind halt nur so auf Hochzeiten in Iceland oder in, keine Ahnung, Spanien, Malle, was auch immer, wo es halt diese enorm geilen Landschaften gibt. Mhm. Okay. Das verstehe ich jetzt unter einer Destination-Wedding, würde ich sagen. Ja, cool. Ja, dann ob haben das die richtige Definition ist. Ja, ist scheißegal.